Und ich habe jetzt den Gong mehrfach getätigt. Darf die Geschäftsführer fragen, ob ich in das Abstimmungsgeschehen eintreten kann. Das ist der Fall. Dann wollen wir das auch so tun. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 75. Das ist der Entschließungsantrag CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 20-4231. Wer stimmt dem Entschließungsantrag zu? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der FDP und die Sozialdemokraten. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen. Tagesordnungspunkt 76 ist der Antrag der Abgeordneten Christoph Degen, SPD und Kollegen, Drucksache 20-4233. Wer stimmt dem Antrag zu? Das ist die SPD und die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD, die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Die Freien Demokraten. Damit ist der Antrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 81, das ist der dringliche Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Maske auf statt Schule zu ist kein Konzept. Drucksache 20-4241. Wer stimmt dem dringlichen Antrag zu? Das ist die Fraktion der FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion von AfD, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich der Stimme? Fraktion der SPD und DIE LINKE. Damit ist der Antrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 9. Das ist jetzt etwas komplexer. Erste Lesung. Gesetzentwurf Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gesetz zur Abmilderung der Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie. Wir haben uns bei diesem Gesetzentwurf darauf verständigt, von der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung überzugehen, und zwar ohne Ausschussüberweisung, und den Gesetzentwurf dann in zweiter Lesung abzustimmen. Nach § 14 unserer Geschäftsordnung kann der Landtag am Schluss der ersten Lesung den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung annehmen, ablehnen oder für erledigt erklären. Und deswegen darf ich in die Runde fragen, ob der Antrag nach § 14 Absatz 1 der Geschäftsordnung gestellt wird, den Gesetzentwurf in erster Lesung abzustimmen. Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stellen diesen Antrag nach § 14 Absatz 1. Und wenn Sie es gestatten, darf ich aus Effizienzgründen darum bitten, dass dann, wenn diesem Antrag gefolgt werden sollte, wir im Anschluss nach § 14 Absatz 3 den Antrag stellen, entsprechend in die zweite Lesung einzutreten. Ich bedanke mich sehr. Das ist sehr, sehr effizient, der Antrag. Ich lasse nun über den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-4205 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, AfD, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen. Ich stelle fest, dass nach § 14 Absatz 2 GULHLT ein Antrag auf Ausschussüberweisung nicht gestellt wurde. Und nach § 14 Absatz 3, Kollege Bellino hat schon darauf hingewiesen, kann der Landtag nun auf Antrag einer Fraktion, das ist geschehen, mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen, ohne Ausschussüberweisung in die zweite Lesung einzutreten. Der Antrag ist gestellt worden. Ich darf dann darüber abstimmen lassen. Wer ist dafür, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingetreten wird? Das ist das ganze Haus. Ich frage sicherheitshalber, stimmt jemand dagegen oder enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Zweidrittelmehrheit gegeben. Wir können unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Und insoweit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 79. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wir haben vereinbart, dass die zweite Lesung ebenfalls ohne Aussprache stattfinden soll. Und wir können daher den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Wer ist für die Annahme des Gesetzentwurfs? Das ist das ganze Haus. Ich frage auch hier sicherheitshalber, stimmt jemand dagegen oder enthält er sich der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 10. Hier ist dritte Lesung beantragt worden. Das heißt, wir müssen ihn heute nicht abstimmen. Tagesordnungspunkt 11. Hier hatten wir die Situation, dass es einen Änderungsantrag im Ausschuss gab. Der Änderungsantrag ist einstimmig angenommen worden. Und deswegen werde ich jetzt, obwohl es ein Gesetzentwurf der Opposition ist, den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung abstimmen lassen. Zweite Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der SPD, Gesetz zur Änderung des Hessischen Wohnraumfördergesetzes, Drucksache 20-4167 zu 20-3460. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu?
Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD und die Freien Demokraten. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Ich stelle insoweit fest, dass der Gesetzentwurf angenommen worden ist und zum Gesetz erhoben wurde. Tagesordnungspunkt 12 ist die zweite Lesung des Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie, Drucksache 20/4169 zu 20/3879. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? AfD, Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Sozialdemokraten. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Enthaltung der Fraktion Die Linke. Insoweit darf ich feststellen, dass der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben worden ist. Wir sind jetzt am Ende der Abstimmungen. Ich darf noch erwähnen, dass vor wenigen Stunden das Chanukka-Fest begonnen hat. Wir wünschen unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein Happy Chanukka. Das wird bis zum 18. Dezember dauern. Ich darf Sie jetzt einladen, in 8,5 Stunden wieder an dieser Sitzung teilzunehmen bzw. die Sitzung fortzusetzen. Ich freue mich, Sie um 9 Uhr in alter Frische hier wieder begrüßen zu dürfen. Alles Gute, fröhliche Nacht und bleiben Sie gesund.